Moin ihr Keks und herzlich willkommen zurück bei Chris Tim und heute mit der letzten Serie der Mars Mission Sets. Heute ist es wirklich ein großes Set. Großes Set. Ich meine groß. Heute geht es um die 9487, die Mars Mission, Mars Station. Eine Raumstation, mit der ihr richtig viel machen könnt und auch viel andocken könnt. Heute zum letzten Mal die Playmobil Space Mars Mission Serie. Und ihr seht schon, ich habe hier wieder viele Teile vor mir liegen. Das Hauptgebäude und natürlich ein paar Kapseln zum Andocken. Und dieses Set hat auch mit dabei ein Soundmodul mit Sound und Licht. Ich stehe auf diesen Kram. Ich finde es toll, wenn solche Spielsets Sound- und Lichteffekt noch dabei haben. Ich fange direkt mal hiermit an. Ihr braucht, wenn ihr das Soundmodul aktivieren wollt, braucht ihr zwei Batterien. Triple A, also 3x A. Das sind die 1,5 Volt Batterien, die kleineren, also die dünneren vom Durchmesser her. Die kommen hier hinten rein. Einfach reinstecken, zuschrauben und dann habt ihr das Soundmodul schon fertig. Wobei ich ja sagen muss, es ist ein Sound- und Lichtmodul. Was es jetzt alles kann und wie sich die Sounds anhören, das machen wir natürlich später, wenn das ganze Raumschiff und die Raumstation aufgebaut ist, damit wir uns auch ein Bild davon machen können, es quietscht, was das alles bringt. Und damit wir uns ein Bild machen können, bin ich jetzt natürlich wieder in der Situation, das alles aufzubauen. Und das mache ich jetzt auch im Schnelldurchlauf. So, nach sehr vielem Kleben und Zusammenbauen ist die Raumstation endlich fertig. Es ist eigentlich gar keine richtige Raumstation, es ist ein Raumstationsschiff. Ihr könnt nämlich damit auch fliegen. Ihr habt hier hinten die Düsen und natürlich vorne, was ich sehr lustig finde, was ich richtig witzig finde, ist das Cockpit hier vorne, wo auch jemand drin sitzt. Und das sieht sehr stark aus wie ein TIE Fighter Fenster, oder? Also wenn ihr an Star Wars denkt, das erinnert mich total an Star Wars, weil die TIE Fighter eben solche ähnlichen Fenster haben. Aber es geht ja nicht um Star Wars, es geht hier um das Playmobil-Set. Es sind so viele Features drin. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal außen an. Ihr seht ja, außen habt ihr mehrere Stationen. Hier haben wir hier einmal eine Aufzugstation für Gemüse und für Pflanzen und so weiter. Die könnt ihr auch aufdrehen. Also könnt ihr von außen die Figuren reinsetzen, dann habt ihr hier Spinat und Salat, dann habt ihr ein bisschen Einsätze für Wasser, ein Mikroskop, Getränke, die ihr vorher auch noch bekleben dürft. Dann habe ich hier Schokoladenriegel und Schokobons reingesetzt, Schokodrops. Da könnt ihr auch jemanden reinsetzen und dann das Ding versiegeln. Hat auch eine Düse. Ihr könnt das auch abkoppeln, wenn ihr das dreht, also nicht hier, sondern da, könnt ihr das komplett abkoppeln. Ist natürlich jetzt doof, weil da kommt da Luft rein oder eben halt eben keine Luft und dann ist alles wieder kaputt, was da drin ist. So, dann, wenn wir hier weiter gucken, haben wir an den zwei Seiten haben wir hier diese Panels. Das sind die Solarpanels, die könnt ihr aufklappen. Natürlich, damit ihr Strom kriegt. Jetzt sagt ihr, oh, wenn ihr die Solarpanels hochmachen, dann haben wir hier ein Loch. Das heißt, da kommt Luft rein. Quatsch, es gibt keine Luft im Weltraum. Da kommt ein Vakuum, also die Luft wird rausgesogen. Nein, die ist verriegelt von innen mit einer Panzertür. Diese beiden, also hier und hier, diese beiden Slots sind, wenn ihr jetzt im Besitz von den anderen Playsets seid vom Playmobil, zum Beispiel die Rakete oder den Satelliten, habe ich zufällig mal vorbereitet, könnt ihr, wenn ihr aus dem Weltraum kommt, könnt ihr hier eben mit euren Sachen andocken und eure Figuren quasi in die Station lassen. Das geht natürlich einfach um beiden. Und schon habt ihr die ganze Station komplett besetzt. Des Weiteren haben wir ein paar Scheinwerfer draußen dran, damit man auch sieht, wo man hinfliegt. Und ganz wichtig, wir haben hier eine Luftschleuse hinten. Das grüne Teil, das dreht sich, das ist so eine Luftschleuse. Ihr könnt hier aufmachen. Da können die Astronauten rein und raus gehen. Dann gehen sie hier in diese Schleuse rein. Zack,
dann dreht sich das einmal, dann ist es hier oben vorne verschlossen und man kann in den Innenraum hinein. Natürlich darf bei einer Raumstation ein Verteidigungsnetzwerk nicht fehlen. Dafür haben wir hier einen Raketenabschuss. Das funktioniert ganz normal mit dem System. Ihr drückt hinten drauf und dann fliegen die Raketen einmal quer durch den Raum. Und das ist soweit, was ihr euch draußen vorstellen müsst. Ich mache mal eben die beiden Sachen wieder ab, die nicht dazugehören. Mach die wieder zu, die Deckel. Zack, zack. Mach die Panels wieder weg. Jetzt gucken wir ins Innere, weil da ist richtig was los. Deckel abnehmen ist super einfach. Wir haben drei Figuren, zwei Astronauten und einen Roboter. Den Roboter gab es schon mal in einer anderen Form, im Two-Pack. Ganz das allererste Video, wenn ihr euch erinnert, wenn nicht, schaut einfach mal rein. Da habe ich auch so einen Roboter. Und wir haben zwei Doktoren. Wir fangen mal hier vorne an. Das ist die Station, wo man die Helme aufbewahren kann, wenn die beiden nicht gerade unterwegs sind auf einer Mars-Mission. Natürlich haben wir hier eine Videokamera, dann haben wir hier das Cockpit. Was ich sehr gut finde ist, man kann den Sessel vom Piloten leicht nach hinten ziehen, dass man auch gut an die Figur rankommt. Dann reinsetzen, nach vorne schieben und schon kann es losgehen. Wenn wir weiter gucken, haben wir hier eine Messstation bzw. die Überwachungsstation. Da seht ihr ein Mikro von wegen, dass man nach außen sprechen kann, ein Computer, der die ganzen Bilder von draußen hier reinschmeißt und ein Thermometer. Und wir haben hier Datenpads Nummer 1, 2 und 3. Das sind, ich sage jetzt einfach mal, das sind Mikrokarten-Chips, die ihr für jeweiliges Programm, was ihr gerade laufen lassen wollt, einsetzt. Dann hier haben wir Getränke und da seht ihr jetzt so eine Art, diese Art Schluftschleuse, was ich vorhin meinte, wenn ihr von draußen andockt. Da könnt ihr einfach aufziehen nach unten und dann kann man durchlaufen. Wenn wir weiter gucken, seht ihr da einmal die Aufbewahrung für den Laptop, wieder Getränke und da ist die besagte Luftschleuse. Wenn wir weiter gucken, haben wir hier einen Feuerlöscher, den kann man abmachen, das finde ich auch sehr gut. Wenn wir uns die Helme genau angucken, dann sieht man auch, dass die Astronauten Namen haben. Die Dame heißt Dr. Akashi und der Herr in Grün heißt L. Crawford. Am Anfang habe ich auch angedeutet, dass dieses Set etwas mit Sound beinhaltet und mit Licht. Ja, es ist so. In der Mitte habt ihr noch die Möglichkeit, Sport zu machen mit Expandern, also schön trainieren. Und wenn wir jetzt den Piloten da wegnehmen, seht ihr hier, dass wir da die Soundeffekte haben. Verschiedene Soundeffekte. Es sind insgesamt 4 Soundeffekte und 2 Lichteffekte. Die Lichteffekte sind relativ einfach zu erklären. Der eine schaltet draußen das Licht an. Und der andere schaltet innen das Licht an, mit 2 LEDs. Die Sounds hören wir uns jetzt einfach mal nach der Reihe an. Ihr habt die verschiedenen Symbole, einmal planetarisch. Ihr könnt auch jederzeit, wenn ihr keine Lust auf den Sound habt, ihn drücken auf den gleichen Taste nochmal ausmachen. Dann natürlich, wenn ihr durch die Gegend fliegen wollt, habt ihr Fluggeräusche von den Düsen. Dann haben wir meinen Lieblingssound auch bei den anderen Fahrzeugen, den Alarm. Also es geht schon extrem lange in 3 verschiedenen Stufen. Attention, Danger, Achtung, Gefahr. Und die letzte ist einfach etwas, na, lasst mal selbst entscheiden. Funkübertragung an die Bodenstation oder eben Funkverkehr. Finde ich alles super. Also das gefällt mir echt gut. Ich mache mal das Licht hier wieder aus. Ich finde das ein klasse Set. Also
Ich weiß, es klingt komisch, aber zum Spielen ist das Ding echt der Hammer. Ihr habt so viele Möglichkeiten, ihr habt auch noch Kristalle dabei. Ihr könnt Außensmission starten. Wenn ihr das alle Sets komplett zusammen habt, dann steht euch nichts mehr im Wege, den Mars zu erkunden. Das ist hier also die 9487, das letzte Set der Playmobil Space Mars Mission Reihe. So viele Möglichkeiten, ist der Hammer. Es ist wirklich sehr, sehr viel möglich mit diesem geilen Set. Ihr habt hier drei Figuren, ihr habt elektronischen Sound, ihr habt Lichteffekte, ihr habt verschiedene abkoppelbare Stationsteile, ihr habt so viel Zubehör dabei, Werkzeug, Getränke, Essenspackungen, alles, was man eigentlich braucht, um auf einer Station zu überleben. Jetzt ist es an euch, das auch umzusetzen. Habt ihr das Set selbst schon oder seid ihr drauf und dran, euch das Set zu besorgen? Schreibt mir es mal in die Kommentare, das würde mich wirklich mal interessieren, um zu sehen, was ihr damit so vorhabt und wie ihr spielt. Wenn ihr Bock habt, schickt mir einfach auch mal ein Bild von euch mit eurer coolen Playmobil-Sammlung. Ich würde mich da mega drüber freuen und vielleicht zeige ich euch auch mit eurer geilen Sammlung hier auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr das Spiel, lasst einen Daumen da. Nicht vergessen, das Glöckchen anklicken, damit ihr immer up to date seid, wenn neue Videos hochkommen. Und natürlich ein Kommentar da lassen. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns bei den nächsten Toy-Videos wieder. Bis dahin, entspannt, Tschüssikowski und stay nerdy, ihr Kekse.